bin mal wieder ein paar Tage auf Tour und in der Pfalz unterwegs und auf dem Weg zum Pfälzerwald. Da werde ich ein paar Tage verbringen in der Gegend, teilweise in Pirmasens und teilweise auch in Wilgartswiesen, und von da aus verschiedene Fotospots im Pfälzerwald erkunden. Und auf dem Weg dorthin, etwas südlich von Kaiserslautern, liegt die Karlstalschlucht und da befinde ich mich jetzt, die habe ich gerade betreten. Die Karlstalschlucht soll ein paar interessante Fotomotive bieten, ein paar Stromschnellen vor allem, aber eine begrünte Hütte, wo das Dach ein bisschen mit Gras bewachsen ist. Ich war noch nie hier, ich kenne das von Fotos, ich kenne das von Videos von anderen YouTubern und heute auf dem Weg in die Pfalz habe ich mir gedacht, das nehme ich mal mit. Auf jeden Fall finde ich schon mal krass faszinierend, dass hier so für so ein Steingeröll, so diese ultrariesen Steingerölle hier unterwegs sind. Das erinnert dann schon wieder an den Weg zu den Steel Falls in Schottland. Ja, wir haben doch schöne Ecken in Deutschland, darf man niemals unterschätzen. Da hinten sehe ich jetzt mein Ziel, die grüne Hütte. Mal schauen, wie das heute ist, weil wir haben sehr krasses Licht, sehr starke Lichteinstrahlung. Wir haben jetzt auch gegen Mittag. Das hat sich einfach so ergeben, dass ich um die Uhrzeit hier bin. Normalerweise ist etwas diffuses, bewölktes Licht besser für Wasserfälle und solche Motive. Aber natürlich hole ich das Beste raus. Und das Tollste ist, ich habe mir extra Wasserschuhe mitgebracht, um in den Bach reinzugehen zu können. Aber die habe ich jetzt natürlich am Auto vergessen. Gott sei Dank, und das ist schön, also erstens ist hier nicht viel los, tatsächlich, und zweitens, das ist nicht so groß und nicht so weitläufig, dass ich auch problemlos nochmal zurücklaufen kann und meine Wasserschuhe holen. Mir ist aufgefallen, dass es zwei Parkplätze gibt, einen nördlicheren, einen südlicheren. Ich glaube, es ist relativ egal, wo man parkt, und ich denke, an dem nördlicheren Parkplatz ist man etwas näher an dieser Hütte dann dran. Das ist eine Info auf jeden Fall schon mal, man braucht, um hier durchzugehen, nicht unbedingt die super heftigen Wanderschuhe, das ist ein sehr gut ausgebauter Weg. Also hier kann man tatsächlich auch mal mit Sneakern durch oder Sandalen, kein Problem. Selbst im September, bei jetzt strahlendem Sonnenschein, 20 Grad, wird mir hier ganz schön gebraten. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet aus zwei Gründen, weil hier oben ein paar Leute saßen und zweitens, weil ich doch eine extrem krasse Gegenlichtsituation habe. Und ich hoffe, dass das gleich ein bisschen schwächer wird. Und dann mache ich mein Foto und steige dafür in den Bach. Meine Wasserschuhe habe ich geholt, damit ich hier nicht meine Wanderschuhe nass mache und überschwemmt bin. Ja, das Ganze wird hoffentlich ein bisschen Spaß machen. Ja, klar ist auf jeden Fall, die Fotolocation hier sehr beliebt und bekannt. Und dementsprechend muss man sich eigentlich darauf einstellen, dass hier mehr los ist. Ich weiß von einem YouTuber, der kürzlich hier war, der hatte hier ein bisschen Probleme mit den vielen Menschen. Heute, es geht, es waren am Anfang ein paar da, jetzt habe ich aber eigentlich schon, weiß ich gar nicht, 15, 20 Minuten Ruhe hier und dementsprechend konnte ich gut fotografieren und aufnehmen. Ich bin im September hier, außerhalb der Ferienzeit, mitten in der Woche donnerstags. Vielleicht ist es einfach so ein bisschen saisonabhängig, in den Ferien ist mehr los, am Wochenende ist mehr los, kann ich mir gut vorstellen, aber heute ist es okay, nicht viel. So, ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen gewartet, weil hier oben eben Leute waren und das Gegenlicht auch ein bisschen arg krass war. Jetzt habe ich meine Wasserschuhe eben geholt. Ich habe gecheckt, von dem unteren Parkplatz sind es etwa 7 Minuten Fußweg. Ich denke, von dem oberen werden es dann so ungefähr 4 Minuten sein. Ich fotografiere jetzt hier mit ND-Filter
64-fach und natürlich Polfilter, weil es durch das Gegenlicht doch krasse Spiegelungen gibt. Und ich werde zusätzlich jetzt tatsächlich noch einen Verlaufsfilter aufsetzen, weil das Licht so richtig schön schräg da reinfällt und die Seite hier oben sehr hell ist und hier unten sehr dunkel. Und dann kann ich das ein bisschen ausgleichen. Der Bach ist angenehm kühl, auf jeden Fall. Und auf dem Weg eben habe ich dann auch meine DJI, meine Vlog-Kamera oben vergessen am Auto. Macht aber nichts. Dafür muss jetzt meine alte M50 wieder herhalten. Hat auch Vorteile. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass hier der Polfilter nicht mehr verstellt wird. Verdunkel jetzt hier das Gegenlicht ein bisschen. Und oha, das habe ich schon bei Blende 8, 30 Sekunden Belichtungszeit. Das ist mir eigentlich zu viel. Also gehe ich mit dem ISO mal auf 400 und mit der Blende ein bisschen runter. Ja, dann habe ich 5 Sekunden Belichtungszeit. Das sollte funktionieren. Ja, sieht gut aus. Ist jetzt durch die Gegenlichtsituation ein schwieriges Bild, was man ein bisschen nachbearbeiten muss. Aber ich denke, da kann ich schon was rausholen. Im Moment übrigens glücklicherweise gerade menschenleer. Das war eben nicht so. Aber so kann ich jetzt einfach mal ein paar Fotos machen und ein bisschen quatschen. Ja, bei so Bachbildern, Flussläufe, Bachläufe, ist es immer ganz gut, ein bisschen länger zu belichten. Also ab einer halben Sekunde ungefähr zieht es dann so schöne Schlieren. Und dann hat man die Details nicht mehr so ganz klar. Also der Bach ist dann nicht so unruhig. Das gibt ein bisschen mehr Ruhe und das passt gerade hier zum Wald und zu dieser grünen Hütte. Ja, und dann sind die ersten Bilder meiner Reise im Kasten. Sehr schön. Zurück am Auto, du kennst das ja, ein paar abschließende Worte. Ja, Karlsbachtal, finde ich, ist eine schöne Location zum Spazierengehen und natürlich zum Fotografieren. Von der Tageszeit her würde ich sagen, schon mittags am ehesten, weil ansonsten das Licht praktisch abgeschnitten wird. Die Sonne verschwindet hier recht schnell hinter den Wäldern, hinterm Berg. Und deswegen dürfte es eigentlich am allerbesten sein mittags, allerdings nicht bei praller Sonne. Blauem Himmel, dann hat man extrem hartes Rücklicht, also Gegenlicht. Und deswegen würde ich sagen, leichte Wolkendecke, mittlere Wolkendecke, etwas diffuseres Licht, ungefähr zur Mittagszeit. Dann passt das hier als Fotomotiv am besten. Ich bin jetzt hier noch auf dem Weg zum Sleevogtfelsen, zum Sonnenuntergang. Die Aussicht ist ganz gut. Es ist auf jeden Fall sonnig. Es sind auf jeden Fall auch ein paar Wolken da. Ich bin gespannt, ob ich gut rechtzeitig ankomme. Weil mit dem Auto kommt man da offensichtlich nicht so ganz ran. Und es war jetzt am Ende so ein bisschen tricky. Hab noch eine halbe Stunde Fußweg. Bis gleich. Wie du siehst, eile und spute ich mich. Ja, ich hoffe, in 10 Minuten ungefähr bin ich dann dort am Sleevogtfelsen. Ich muss sagen, mit Google Maps wäre ich jetzt sonst irgendwo gelandet. Ausgeschildert ist das auch irgendwie nicht so richtig. Und ich hoffe, dass Komoot mir jetzt den richtigen Weg weist. Das ist keine versteckte Werbung, sondern einfach Tatsache. Ja, ich hoffe, dass ich gleich da bin und dann melde ich mich kurz. Ich sollte es auf jeden Fall problemlos bis zum Sonnenuntergang schaffen. Ich bin auf jeden Fall tropfend nass. Da vorne könnte es sein. Mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich bei den Wetterbedingungen der Einzige hier sein werde. Puh, das war nochmal anstrengend.
was soll ich sagen? Also ein bisschen besser hätte ich es mir schon erhofft. Es ist ein bisschen rot, es ist ein bisschen orange. Ich bin mal gespannt, was das Endergebnis sein wird. Leider ist der Sonnenuntergang nicht so, wie ich es gehofft hätte. Aber ich sitze jetzt hier schon seit ein paar Minuten, habe eine Zeitraffer gemacht, habe mir die Szenerie ein bisschen angeguckt, verschiedene Perspektiven ausprobiert. Ich finde, mit bloßem Auge sieht es wesentlich besser aus als auf dem Bild. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, nicht nur Bilder gucken, auch vor Ort sein. Da vorne ist ja die Burg Trifels. Das ist, oh, jetzt weiß ich gar nicht, welche Burg, welcher Turm das ist. Es gibt so Felsformationen hier, diese 3, 4, 5 Hügel. Also es sieht schon nice aus. Und auf dem Bild finde ich, sieht es am Ende so ein bisschen spärlich aus. Vielleicht, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, mehr Perspektiven ausprobieren könnte. Ja, ich kann nur sagen, immer früh genug da sein. Ich habe hier ein Pärchen gerade noch kennengelernt. Die haben mir erklärt, dass es hier einen etwas näheren Parkplatz noch gibt. Wenn ich den gehabt hätte, dann hätte ich mehr Zeit gehabt. Entweder komme ich morgen zum Sonnenuntergang oder zum Sonnenaufgang nochmal wieder. Irgendwas werde ich hier ausprobieren. Ja, jetzt geht es auf jeden Fall wieder zum Abstieg. Und damit ist der Abend dann auch zu Ende. So, Freunde der Nacht. Morgen ist 6:30 im Pfälzerwald. Ich habe heute einen anderen Weg genommen, hier hoch. Ist ganz interessant, gestern hat Google mich sonst wohin geschickt. Von der Burg Trifels aus, 40 Minuten Autofahrt, halbe Stunde Fußweg. Und in Wirklichkeit wäre ein Parkplatz um die Ecke gewesen, mit 13 Minuten Fußweg. Das zeige ich dir alles auf der Karte mal, damit du den gleichen Fehler nicht machst. Jedenfalls Komoot ist hier die bessere Lösung. Unten standen 2 Autos. Ich schätze, dass ich da nicht alleine bin. Ich habe mich auf jeden Fall geirrt. Im Moment bin ich hier völlig alleine. Finde ich super. Und da hinten ganz klein zu erkennen auf dieser Kamera, Vollmond. Bisschen hinter einer Wolkendecke momentan. Ja, dauert ein bisschen bis zum Sonnenaufgang. Werde jetzt mal ein bisschen hier was aufbauen. Und dann, super, melde ich mich wieder. So, ich habe meinen Aufbau jetzt gefunden. Da ist es hoffentlich ein bisschen zu sehen hier. So. Da. Ja, Wetter sieht gut aus. Ich sehe da hinten am Horizont, da wird es langsam so glühend orange. Ich hoffe, dass die Sonne es schafft, hier die Wolken anzustrahlen. Der Blick ist frei. Es ist viel blauer am Himmel, aber auch viel Wolke. Das heißt, die Chancen stehen gut, wenn der Sonnenaufgang nicht im Dunst versinkt. Ich bin nach wie vor ganz allein hier. Das gefällt mir ganz gut. Schön, idyllisch, ruhig. Ich kann meine Ansagen ungestört machen. Ja, das ist ungefähr mein Bildausschnitt. Ich schätze, so kann man das etwa vergleichen. Ja, dann drückt mir die Daumen. In ungefähr 18 Minuten, jetzt 17 Minuten, sollte es dann auch losgehen. Mittlerweile ist es schon relativ hell. Allerdings laut Uhr, laut Daten, die ich habe, müsste es ungefähr 7 Minuten vor Sonnenaufgang sein. Ich bin gespannt, weil da hinten glüht es zwar orange, das kann man wahrscheinlich auf dem Video nicht sehen, aber ich sehe das mit bloßem Auge. Es sieht allerdings auch wolkig-dunstig aus, sodass ich sehr gespannt bin, ob die Sonne wirklich durchbricht und auf die Burgen hier strahlt. Ja, bin ein bisschen nervös. Das könnte gut werden, könnte aber auch völlig im Sande verlaufen, wie das so ist. Oh,
ist heller geworden. Aber ich fürchte, da ist Wolke davor. Ätzend. Also man müsste normalerweise jetzt in den Wolken sehen, wie da so ein orangener Schein reinkommt. Aber ist gerade nicht. Naja, man soll ja den Morgen nicht vor dem Abend verfluchen oder wie heißt das Sprichwort nochmal, na egal. Es ist zwar nicht so, wie man das bei Sonnenaufgängen kennt, dass praktisch dieses orangene Licht sich langsam so absenkt, aber zumindest war jetzt ein kurzer Moment, wo die Burgen in so einem bestimmten orangenen Schein waren und das sah eigentlich ganz cool aus. Ich hoffe, das Foto ist was geworden und ja, eine Auswahl meiner Fotos, die zeige ich dir jetzt. Ich will mal jetzt noch die Gelegenheit nutzen und die Burg Trifels besichtigen. Bin allerdings etwas zu früh. 20 Minuten Fußweg und offiziell öffnet die Burg um 10 Uhr. Das heißt, ich bin ungefähr 10 Minuten zu früh. Ja, so Burgen haben natürlich den gewaltigen Nachteil, dass die immer oben auf so einem Berg drauf sind und dass man dann immer erstmal hinkraxeln muss. Aber hier sieht es jetzt so aus, als wäre ich angekommen. Das erste Mauerwerk ist zu sehen. Ich drehe gerade mal die Kamera. So, und dann bin ich gespannt, wie sehenswert die Burg Trifels ist. Ja, entsprechend der hiesigen Vorkommen ist die Burg Trifels natürlich aus Sandstein gebaut, wie ihr hier hinter mir schön sehen könnt. Ein paar interessante Facts. Diese Burg hier ist eine Reichsburg gewesen, ein sehr wichtiges Bauwerk, eigentlich die wichtigste Burg zur Stauferzeit. Ja, und noch etwas Interessantes, die Burg Trifels war einst das Gefängnis für König Richard Löwenherz, der berühmte englische König. Das Schöne ist, dadurch, dass ich so früh hier an der Burg bin, ist hier fast nichts los. Ich glaube, zwei Herren sind schon da und habe mir jetzt den Eintritt gegönnt, 4,50 Euro zurzeit. Jetzt kann ich mir die Burg in relativ guter Ruhe anschauen, ein paar Fotos und Videoaufnahmen machen. Und da hinten, also da ist der Turm und dieser Steinfels, die ich heute Morgen fotografiert habe. Und ich glaube, dort hinten, das wird man wahrscheinlich auf dem Bild nicht sehen können, das müsste der Sleevogtfelsen sein, wo ich heute Morgen war. Also dort ist der Jungturm und dann ist der erste Berg daneben an. Das müsste der Sleevogtfelsen sein, da müsste der Sleevogtfelsen sein. Man kann es von hier aus nicht sehen, aber das da hinten ist zu weit weg. Also eigentlich ist das hier hinter mir die Burgschenke.
Da kann man ein bisschen schön draußen sitzen und wahrscheinlich auch drinnen. Nur die hat wohl noch nicht geöffnet. So, und jetzt gehe ich, glaube ich, mal in die Burg rein. Schön hier an der Burg Trifels finde ich ja tatsächlich, dass man offensichtlich ziemlich überall hingehen darf. Das Einzige, was bis jetzt abgesperrt war, ist die Burgkapelle. Ansonsten bin ich eigentlich überall durchgekommen bis jetzt. Sehr cool, sehr verworren. So, jetzt muss ich passen an der Stelle. Die Aussicht hier kann ich euch nicht mehr beschreiben. Und das wird auch auf dieser Kamera nicht so richtig zu sehen sein. Er ist der Hammer. Ja, ich habe jetzt ungefähr eineinviertel Stunden hier oben auf der Burg verbracht, um alles zu besichtigen. Ich glaube, da kann man auch problemlos noch 15 bis 20 Minuten mehr verbringen. Wenn die Schenke offen hätte, würde ich hier noch was trinken. 15 Minuten Weg hoch, runter vom Parkplatz. Da würde ich sagen, unter 2 Stunden darf man hier nicht hin. Also sollte man nicht hier hin, weil man will das ja auch sehen und ein bisschen genießen. Und ich würde sogar sagen, 3 Stunden. 3 Stunden sollte man hier planen, weil hier trinkt man noch einen Kaffee, wenn ich hier oben, dann unten am Barbarossa Kaffee. So dass ich sagen würde, mit Anfahrt ist doch schon ein halber Tag wieder verplant.